Frau Dr. Schmidt, Sie sind Soziologin und seit 1998 am Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene beschäftigt. Eines Ihrer ersten Forschungsprojekte befasste sich mit der Struktur und Verbreitung von Phänomenen in Todesnähe. Was waren für Sie damals die wichtigsten Ergebnisse? Diese Studie ist wirklich jetzt schon sehr lange her und es war damals auch so meine erste Berührung mit der Thematik Tod, Sterben, aber auch parapsychologische Fragestellungen. Und das Institut in Freiburg hat damals diese Studie finanziert und wir waren in Konstanz als soziologisches Team interessiert an dem Phänomen. Damals, das ist jetzt ja auch schon über 20 Jahre her, war das wirklich noch exotisch, gerade auch in den Sozialwissenschaften. Und die Literatur, die zur Verfügung stand, das waren gar nicht mal so viele wissenschaftliche Studien und schon gar nichts aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Das, was es gab, war eben Moody und Kübler-Ross, so diesen Einstieg, den haben wir auch beobachtet. Und was wir eben auch beobachtet haben, war, dass gerade in der populärwissenschaftlichen Literatur oder auch in den Medien das Phänomen Todesnähe immer als eines gezeichnet wurde, was relativ stabil und gleichförmig war. Und da sind wir als Soziologen und Soziologinnen hellhörig, weil wir glauben das nicht so schnell, sondern vermuten dann natürlich immer auch soziale, kulturelle, individuelle, biografische Hintergründe. Und wir waren ein bisschen skeptisch und wollten wissen, ist es tatsächlich so? Erleben alle Menschen in Todesnähe dieselben Erfahrungen, dieselben Motive, dasselbe Erleben, dasselbe Glückseligkeitsgefühl? Oder finden sich nicht vielleicht doch auch kulturelle oder auch sozial erklärbare Unterschiede? Und das war mal so unser Einstieg. Und wir haben dann Interviews geführt mit Personen, die solche Erfahrungen gemacht haben, erlebt haben. Und am Anfang dachten wir noch, das wird schwierig, was die Rekrutierung, also das Sammeln von solchen Erlebnisberichten betrifft. Aber das war es gar nicht. Wir haben eine Voruntersuchung gemacht und hatten damals im Bodenseeraum eine Anzeige geschaltet und wir haben sehr, sehr viele Zuschriften und Interessenten bekommen, die ihre Erlebnisse uns erzählen wollten. Und wir haben dann Interviews geführt, es war sehr, sehr interessant und da zeichnete sich schon ein Bild ab, was durchaus verschieden war. Und wir dachten, wir wollten das dann mal in einem größeren Bevölkerungsrahmen untersuchen und haben eine sogenannte standardisierte Umfrage konzipiert, also einen Fragebogen entwickelt und haben diesen Fragebogen dann gemeinsam mit einem Meinungsforschungsinstitut einer Stichprobe, einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung übermittelt. Das heißt, per Zufallsverfahren wurden dann Leute ausgewählt und insgesamt über 2000 Leute dann auch befragt. Erstens, ob sie schon einmal sich in Todesnähe befanden haben und dabei auch außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Und zweitens, wie diese Erfahrungen dann auch individuell aussahen, was sie dabei erlebt haben, gefühlt haben, was ihnen passiert ist, was die Umstände waren, was die Auslöser waren. Und dann aber auch drittens, wie der Umgang der Gesellschaft, der Umwelt, des Umfeldes dann auf die Erfahrungen und die Folgen der Erfahrungen waren. Das waren so die Fragen. Was waren dann da die wichtigsten Ergebnisse? Die wichtigsten Ergebnisse betreffen zunächst mal die Verbreitung. Also da hat sich gezeigt, dass zwischen 2 und 4% der Bevölkerung schon mal in ihrem Leben eine solche Todesnäheerfahrung hatte. Das ist gar nicht so wenig und es ist aber auch nicht so viel. Also es sind natürlich sehr viel mehr Leute in Todesnähesituationen und tatsächlich machen nicht alle Leute, die in Todesnähesituationen sind, auch solche Erfahrungen. Aber wir konnten feststellen, dass 4% der Bevölkerung schon einmal in seinem Leben so eine Todesnäheerfahrung gemacht hat. Die zweiten Ergebnisse bezogen sich dann auch auf die Inhalte. Und da war es tatsächlich interessant zu sehen, dass nicht alle der Erfahrungen, die wir in unserem Fragebogen und in diesen Interviews erfasst hatten, so gleichförmig waren, wie das zum Beispiel sich bei Moody auch darstellt nach diesem Idealtypus, sondern dass durchaus sehr
verschiedene Motive, Sachlagen, Befindlichkeiten, Emotionen und Erfahrungen da auftauchten. Und es war dann der dritte Befund, dass diese Unterschiede sich auch tatsächlich zum Teil zumindest zurückführen lassen auf bestimmte soziale Faktoren. Wir hatten nämlich das Glück, also die Erfahrung war ja in den 90er Jahren und damals war in der Bundesrepublik die Situation der Wende, also DDR und BRD und die Vereinigung. Und wir hatten dann eben auch Personen aus der ehemaligen DDR dabei und deren Erfahrungen beispielsweise sahen ganz unterschiedlich aus. Die waren durchaus verschieden von denjenigen der Westdeutschen, vor allen Dingen, und das erklärt sich natürlich auch über die unterschiedliche Religiosität und Spiritualität in den beiden Landesteilen. Vor allen Dingen waren eben deutlich weniger religiös geprägte Erfahrungen und auch weniger religiös geprägte Deutungen dabei. Also gerade bei den Ostdeutschen war beispielsweise die Deutung der Erfahrung als Jenseitsreise deutlich weniger ausgeprägt als bei den Westdeutschen, vor allen Dingen bei den religiös geprägten westdeutschen Personen. Was ist das Resümee? Inwieweit sind Nahtoderfahrungen von der Religiosität des Menschen abhängig? Ich glaube, dass die Religiosität eine große Rolle spielt hinsichtlich der Deutung der Erfahrung. Also was interessant war auch bei unserer Studie war, dass ich zunächst, was das Auftreten so einer Erfahrung betrifft, keine Unterschiede zeigen. Also egal ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, ob ostdeutsch oder westdeutsch, ob religiös oder nicht, ob katholisch oder evangelisch, buddhistisch oder muslimisch, das Auftreten der Erfahrung ist unabhängig von diesen Faktoren. Also da gab es überhaupt keine Beeinflussbarkeit oder kein Hinweis, dass Leute, die religiöser sind, auch häufiger solche Erfahrungen machen. Die Religion spielt aber, und das hatte ich angedeutet, einen Einfluss bei der Beschreibung der Erfahrungen und bei der Ausdeutung der Erfahrungen. Und man kann davon ausgehen, dass natürlich die Inhalte der Erfahrung, zumindest soziologisch kann man davon ausgehen, man kommt erstmal an die Urerfahrung nicht ran. Das ist das grundsätzliche Problem. Wir als Soziologen haben nur die Erlebnisberichte, die uns die Personen im Nachhinein schildern. Und die unterliegen natürlich bestimmten Einflussfaktoren, denen der Sprache, der Kommunikation, aber auch denen der Interpretationen und der kulturell verfügbaren Deutungsmuster, die eben auch das Bild von solchen Erfahrungen und auch von der Deutung solcher Erfahrungen sprechen. Und die Todesnähe-Erfahrung ist eine, die, sage ich mal, sehr viele Einfallschneisen bietet für Deutung und für Interpretationen. Und da zeigen sich dann eben auch die bestimmten Vorprägungen der Personen oder eben auch die Vorprägungen der Kultur, in der die Personen aufwachsen. Also ich nehme nochmal das Beispiel der DDR-Bevölkerung. Da war es seinerzeit, als die DDR noch existierte, relativ schwierig, Informationen über solche Erfahrungen, Todesnähe-Erfahrungen im Konkreten, aber auch außergewöhnliche Erfahrungen, paranormale Erfahrungen im Allgemeinen zu bekommen. Religion, Religiosität, Spiritualität, das Paranormale war etwas, was aus dem gesellschaftlichen, auch aus dem kulturellen Diskurs abgeschnitten war, auch stigmatisiert war, weil es nicht in die Ideologie, in die Weltanschauung der Gesellschaft passte. Und insofern entwickelte sich auch mit der fortlaufenden Dauer der DDR so etwas wie eine sehr areligiöse Lebensweise, die von viel, nicht von allen, aber von einem großen Teil der Bevölkerung übernommen wurde und wo auch tatsächlich ein großer Teil der Bevölkerung sehr areligiös sozialisiert wurde und das auch für sich in den Alltag übernommen hat. Und das spiegelte sich zum Teil eben auch in diesen Berichten der Todesnäherfahrungen. Insofern, dass viele Leute sagen, ja, ich habe das zwar erlebt, das war sehr außergewöhnlich, das war auch sehr besonders, aber es ist nicht automatisch etwas, was mir zeigt, dass es ein Jenseits gibt oder dass die bestehende Weltanschauung sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss, das nicht. Die Leute hatten dann eher so den Versuch unternommen, laienpsychologische oder naturwissenschaftliche Erklärungen an die eigene Erfahrung heranzusetzen. Also dann Stottern im Gehirn waren so Formulierungen oder Ausfallerscheinungen oder etwas, was sozusagen normal ist, wenn ein Gehirn oder ein menschlicher Körper in so eine extreme, auch physiologische oder klinische Grenzerfahrung gerät, dass dann auch der Körper antwortet eben mit so einem sehr
mit einem sehr natürlichen Prozess und das lässt sich eben zurückführen dann auf solche natürlichen Prozesse. Und es waren sehr häufig so Erklärungsversuche, die in Ostdeutschland auftauchten, während bei den Westdeutschen schon auch eher das sich fand, was so Hinweise lieferte auf Vorstellungen hinsichtlich jenseitiger Erfahrungen oder paranormaler Prozesse und so. Und das waren so deutliche Unterschiede. Was für die Religiosität gilt, das gilt wahrscheinlich auch für Alter oder Bildungsgrad. Die Ausdeutungen sind unterschiedlich, nicht aber die Erfahrungen an sich. Mhm. Ja, wobei eben die Berichte, das war auch interessant, sich auch deutlich in den Inhalten unterschieden. Also wir hatten ja zwei Möglichkeiten der Erfassung. Ich hatte erzählt, dass wir im Vorfeld Interviews geführt haben, wo uns die Leute ihre Erfahrungen geschildert haben. Dann hatten wir den Fragebogen und der Fragebogen enthielt verschiedene Antwortmöglichkeiten, die wir zusammengetragen haben aus der bestehenden Literatur, was alles mögliche Inhalte sein können, auch sozusagen eine Kurzfassung dieses moodischen Standardmodells, Tunnel, Licht, jenseitige Welten, das Treffen auf Verstorbene, dass die Außerkörperlichkeitserfahrung, das Schweben über dem eigenen Körper, positive Emotionen und so weiter und so fort. Und all diese Antworten haben wir vorgegeben und die Leute sollten sich einordnen und sollten angeben, was sie denn in ihrer Todesnähe-Situation selbst erlebt haben. Und es war eben bei weitem nicht so, dass alle Menschen, die eine todesnähe Erfahrung hatten, eben genau diese Motive noch zudem in dieser Reihenfolge erlebt haben, sondern da zeigten sich deutliche Unterschiede und es zeigten sich eben zum Beispiel auch deutliche Unterschiede hinsichtlich eines häufig ja angenommenen positiven Erlebnismodus. Es war auch tatsächlich so, dass bestimmt ein Drittel unserer Befragten angegeben haben, angstvoll und negativ besetzte Erlebnisse gehabt zu haben und eben nicht unbedingt friedvolle und immer mit positiven Emotionen besetzte Todesnäherlebnisse. Und auch da zeigte sich zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen den Ost- und den Westdeutschen. Die westdeutschen Erfahrungen grundsätzlich, nicht bei allen, aber grundsätzlich war es dann so oder in der Tendenz, dass die westdeutschen Erfahrungen sehr viel eher diesem Deutungsmuster hinsichtlich eines Standardmodells à la Moody folgten. Mit also, den bekannten Stationen. Genau, Stationen, Lebensrückschau, durch den Tunnel gehen, Licht, jenseitige Landschaften, friedvolle, schmerzfreie und beglückende Momente. Das war auch tatsächlich unter den Westdeutschen häufiger anzufinden und anzutreffen, während bei den Ostdeutschen dieses negative und manchmal angstvoll besetzte häufiger anzutreffen war. Es gibt ja Sterbeforscher, die meinen, dass es die sogenannten Höllenerfahrungen gar nicht gibt, dass die negativen Nahtoderfahrungen auf andere Ursachen zurückzuführen sind. Diese Meinung würden Sie wahrscheinlich nicht unterschreiben. Ich glaube nicht. Also das würde ich, glaube ich, so nicht unterstützen, sondern ich würde schon davon ausgehen, dass die Menschen auch unterschiedliche Erlebnisse während diesen Situationen auch erleben und auch im Nachhinein natürlich unterschiedlich damit umgehen. Und noch einmal, wir haben ja das Problem, wir wissen nicht, wann die Erfahrung auftritt und wie genau sie denn als Urerfahrung, als nicht gedeutete, als todesnähe Erfahrung, als solche sozusagen auch tatsächlich aussah. Mhm. Was wir haben, sind die Berichte von Menschen und die Menschen sind so unterschiedlich. Mhm. Und insofern ist es auch nachvollziehbar, dass wir ganz unterschiedliche Erfahrungen erwarten können und dürfen und auch sollen. Wenn man die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten betrachtet, dann war es doch sehr wichtig, dass sich dieser Begriff der Nahtoderfahrung in der Gesellschaft etabliert hat, weil es für Betroffene eben dadurch leichter wurde, darüber zu sprechen. Wie war das in Ostdeutschland? Da war der Begriff ja sicher nicht so bekannt. Genau, das war auch tatsächlich das, was sich dann auch auf die Befunde, auf die Berichte, auf unsere Ergebnisse widerspiegelte. Und die Begrifflichkeit ist natürlich, es ist auch keine ein, das muss man auch sagen, auch hierzulande gibt es keine einheitliche Begrifflichkeit, aber mittlerweile hat sich diese Bezeichnung Todesnähe oder Nahtoderfahrung natürlich schon auch durchgesetzt und damit verbunden, und das ist das Besondere auch über den Begriff hinaus, ist auch ein Deutungsmuster, eine Vorstellung, was mit diesen Begrifflichkeiten auch gemeint ist, soll heißen, ich muss nicht eine eigene Todesnäheerfahrung erlebt haben, um zu wissen, was dieser Begriff eigentlich bezeichnet. Mittlerweile hat sich da so ein kulturelles Deutungsmuster, so sagen die Soziologen, durchgesetzt und das transportiert quasi eben auch die Inhalte zum Teil, aber auch Deutungen, zum Teil auch Erklärungen, das Wissen der Gesellschaft über das Phänomen mit. In der DDR nun war die Besonderheit, dass
dort in dieser, ja, man muss sagen, marxistisch-leninistisch geprägten und von dieser Ideologie eben auch besetzten Gesellschaft so etwas wie religiöse Erfahrungen, spirituelle Inhalte, Parapsychologie und andere vergleichbare, heterodoxe, eben abweichende Wissensbestände keine große Rolle spielten und eben zum Teil auch aus dem Diskurs ausgesondert wurden. Soll heißen, ein ganz einfaches Beispiel, Bücher über die Todesnäherfahrung von Moody beispielsweise oder auch von Kübler-Ross, wie sie ja spätestens seit den 70er Jahren in Westdeutschland in sämtlichen Buchhandlungen vorlagen, gab es in der DDR nicht. Soll nicht heißen, dass die nicht kursierten. Es gab auch immer irgendwie etwas, was so dieses heimliche Lesen betraf. Aber grundsätzlich war es schwierig, Informationen über diese Phänomene, über diese Inhalte, über diese Sachverhalte zu bekommen. Und es war eben etwas, was nicht im kulturellen Vorrat sozusagen so weit verbreitet war. Und eben genau das spiegelte sich dann auch bei den Berichten wieder, auch bei den Personen, die wir befragt haben. Und wir hatten ein sehr bezeichnendes Beispiel einer Frau, die in den 70er Jahren in der DDR eine todesnähe Erfahrung machte im Rahmen einer sehr, sehr schwierigen Geburt und ihr Kind auch verlor, sie selber auch wirklich auf der Kippe zwischen Leben und Tod stand und eben in diesem Zusammenhang, in diesem sehr tragischen Zusammenhang eine todesnähe Erfahrung machte. Und sie lebte mit dieser Erfahrung natürlich auch mit diesem traumatischen Verlust des Kindes im Laufe der Zeit weiter. Und die Erfahrung in Todesnähe oder das, was sie dabei besonders an außergewöhnlichen Erfahrungen gemacht hatte, spielte gar nicht so eine große Rolle in ihrem Leben, bis sie dann zur Zeit der Wende über Literatur, vor allen Dingen aber auch über das Fernsehen, solche Berichte mitbekam und eben auch zum ersten Mal mitbekam, dass auch andere Personen die gleichen Erfahrungen machen, ähnliche Erlebnisse wie sie, in ähnlichen Situationen wie sie und dass es dazu auch eine Bezeichnung gab, dass es Bücher darüber gab. Und sie hat sich dann tatsächlich auch neu mit ihrer Erfahrung auseinandergesetzt und diese Erfahrung neu gedeutet und hatte auch endlich einen Namen für diese Erfahrung. Etwas, was sie vorher nur als komischen Traum, als eigentümliche Erfahrung, als wirklich bösen Traum und so bezeichnet hat. Das konnte sie dann plötzlich neu und auch sehr befriedigend und für sie auch normalisierend sozusagen einordnen. Haben Sie persönlich eine bestimmte Deutung für das Phänomen der Nahtoderfahrung, so wie man es kennt? Ich hab leider keine Deutung und es ist das, was letztendlich natürlich auch das Faszinierende an diesem Phänomen ausmacht. Es gibt bislang zum jetzigen Zeitpunkt des wissenschaftlichen Wissens keine abschließende Erklärung, die sowohl das Auftreten als auch die eigentümlichen Inhalte als auch diese damit einhergehenden Deutungen und ja auch Veränderungen im Lebenserlauf abschließend und eindeutig erklären kann. Auch die Abfolge? Auch die Abfolge, auch ob es jetzt so sequenziell dahin passiert, ist fraglich oder ob es sozusagen auch den Gesetzmäßigkeiten des Erzählens im Nachhinein unterliegt. All das sind ja mögliche Erklärungsansätze und wir wissen es einfach nicht. Und das ist das Faszinierende, das, was auch vielleicht die Popularität des Phänomens erklärt, aber eben auch, was das Faszinierende für die Wissenschaften ausmacht. Und als wir damals in den Ende der 90er Jahre uns mit dem Phänomen beschäftigten, da waren wir noch die Exoten. Kein Soziologe, keine Soziologin hat sich daran getraut. Das war irgendwie so was Komisches, Parapsychologisches. Und im Laufe der Zeit, und das sieht man eben jetzt, es hat sich völlig verändert. Also auch die Haltung der Wissenschaften, auch der sogenannten Mainstream- und Naturwissenschaften auf die Nahtoderfahrung hat sich vollkommen verändert. Und man findet jetzt mittlerweile Untersuchungen, Erklärungsversuche, Studien, Experimente im Rahmen der Möglichkeiten, eben auch in den herkömmlichen Wissenschaftsbereichen, die Medizin, die Hirnwissenschaft, alle widmen sich der Nahtoderfahrung, weil sie natürlich auch das Potenzial hat, sozusagen Möglichkeiten bietet, Bewusstseinsprozesse, die ja immer etwas heikel und schwierig zu erfassen sind, auch in Laborsituationen, aber weil sie Hinweise bietet auf das, was das menschliche Bewusstsein in der Lage ist, überhaupt zu leisten. Und das ist irgendwie das, was das Faszinosum an dem Phänomen ausmacht.
Und manchmal denke ich auch, es soll auch so bleiben. Wir müssen nicht immer alles erklären und alles wegerklären. Ich finde auch, dass es Geheimnisse und eben auch manchmal magische Geheimnisse und Erklärungen braucht. Und auch das, finde ich, gehört zum Faszinosum der Nahtoderfahrung dazu. Haben Sie das Gefühl, dass sich mehr Geheimnisse zeigen, je näher man hinsieht? Vielleicht sogar. Also es erklärt sich nicht weg. Und ich bin immer noch fasziniert und ich selber bin wirklich erstaunt darüber, warum es eben auch zum Teil gar nicht gelingt oder gelingen kann, solche Erfahrungen, die für manche eben zum Lebensspektrum dazugehören, eben in die naturwissenschaftliche Erklärung hereinzubringen. Und eben für mich das Erstaunlichste ist immer auch selber die Frage, auf die ich keine Antwort habe, warum machen Menschen in vergleichbaren Situationen solche Erfahrungen und andere, die eben auch in einer vergleichbaren Situation sind, ein Herzstillstand zum Beispiel, eben nicht. Und das ist das, das treibt mich um. Ich weiß es aber nicht. Glauben Sie, dass es zu anderen Ergebnissen führen würde, wenn Sie die Studie heute machen? Ich glaube nicht. Also ich behaupte, dass sich vielleicht, und das wäre ja auch ein in unserem Sinne soziologischer Befund, dass sich vielleicht sogar die Deutungen der Ostdeutschen ein bisschen angeglichen haben oder die Erlebnisse und Beschreibungen, sage ich jetzt mal, der Ostdeutschen ein bisschen angeglichen haben an die westdeutschen Erfahrungen, eben weil natürlich der Informationsstand und der Bereich des kulturellen Wissens heute ein anderer ist als eben noch vor 20 Jahren. Insofern vermute ich, dass sich da ein bisschen eine Angleichung ergeben würde, dass aber gleichwohl noch immer auch biografische Rollen oder biografische Faktoren, Glaubensaspekte, auch vielleicht eine veränderte Einstellung zur Spiritualität da heute auch eine Rolle spielt. Frau Dr. Schmidt, danke für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne.